So. Ja. Ich gehe jetzt nach Kanarok. Bloß mache ich jetzt was anderes. Und zwar, ich wechsle mal die Waffe. Ich nehme mal die Frostklinge. Statt den Hammer. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Weil ich könnte auch auf die Chakram switchen. Weil ich probiere es mal mit dem Schwert. Okay, mit dem Schwert geht es tatsächlich auch recht gut. Macht halt natürlich weniger Schaden. Aber ist schneller als der Hammer. Okay, das ist interessant. Ich muss da mal gucken, wenn ich jetzt... Naja, ja gut. Es sagt, ist es... da ist das Canceling schon eher da. Dann machen wir auch. Aber ich denke, das ist vielleicht ist beim Hammer auch absichtlich gemacht, weil so, ja, Hammer ist so die stärkste Waffe, aber du musst halt gucken, dass du halt taktisch damit kämpfst. Wenn du halt bloß einfach drauf haust, bekommst du halt irgendwo auch aufs Maul, weil du halt währenddessen nicht blocken kannst. Komm, ich rede mal mit einem von den Leuten. Dann sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären... Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues Gesicht sehen. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylareta Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Wobei. Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenernter gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes. Aber nach all dieser Zeit im Netzwald reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Okay. Gut. Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Im Schlund der Bestien, die Jagd auf uns machen, fürchte ich. Die einzige Möglichkeit, an die Drüsen zu gelangen, ist, eine Spinne zu töten und sie zu entfernen. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber das Dorf braucht diese Tränke dringend. Einen schönen Tag noch. Okay. Zahn um Zahn. Seid gegrüßt, Fremder. Reden wir mal mit dem hier. Sei Dank, dass endlich jemand kommt. Endlich. Der ist verängstigt aus. Seid ihr aus Gorhard? Oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kanarok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Jolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Barton. Jemand muss ihn und seine Männer finden. Okay. Gut.
Ich habe noch weitere Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Die Spinnen. Das Leben am Rande des Netzwaldes war schon immer gefährlich, aber wir mussten noch nie so darum fürchten. Und unser bester Krieger, Barton, ist irgendwo im Netzwald verschollen. Ihr müsst ihn finden. Weidmanns Heil! Okay. Ein verworrenes Netz. Also ich hab gehört, ich mach die Quest dann jetzt. Ja, was soll ich sonst auch tun? Gebietskarte. Licht, Straßenpatrouille, ein verworrenes Netz. Ich muss jetzt mit ihm da hinten reden. Ich verstehe zwar nicht, warum er jetzt extra nach da hinten läuft, so mit mir nochmal zu reden. Aber das sehen wir ja gleich. Hallo. Unterhalten wir uns kurz, wenn keine Neuganarok blickt zu mir als Anführer auf. Und ich übernehme die Aufgabe gern. Doch wenn Barton zurückkehrt, hat all das ein Ende. Lasst es mich so sagen. Es ist gut, dass er tot ist. Versteht ihr? Warum? Er ist ein sturer und abergläubischer Narr. Er würde die ganze Stadt Schatten jagen lassen, anstatt Reichtümer zu ernten. Barton hat schon Schlimmeres überlebt. Ich will Gewissheit, dass er mir meinen neuen Status nicht raubt. Hier ist also mein Vorschlag. Stellt sicher, dass Barton tot ist. Egal wie. Ich bezahle euch gut für eure Hilfe. Im Gegensatz zu Barton kenne ich meine Pflichten als Anführer. Was redet ihr da? Ich habe euch nur gebeten, Barton im Netzwald zu suchen. Oder das, was von ihm übrig ist. Sind wir jetzt fertig? Kanarok braucht mich. Ich bin ein sehr wichtiger Mann, wisst ihr? Weidmanns Heil! Hm. Okay. Der Dude ist mir ein bisschen suspekt. Ach, das sind Wichte. Dinger. Und ich mache halt die Quest dann vor allem, weil ich halt weiß, was ich am Ende von der Quest dann bekomme. Weil ich jetzt nochmal hin, weil ich wollte eigentlich verkaufen. Habe ich da eigentlich die. Nee, das habe ich noch nicht. Oh, die schlechten Sachen, die kommen jetzt erstmal weg.
gucken wir. Was habe ich denn da nochmal für eins? 41. Stein. Die sind schon besser. Ah, da gab es sogar noch einen Händler. Finde ich gut. Wer davon ist denn das? Ihr seid aus dem Wald? Entschuldigt, wo sind nur meine Manieren geblieben? Ich bin Jennery Wauner. Ich sammle Reagenzien für meine Frau Sylareta, die Arzneikundige von Kannerok. Die Witwe. Diese Geschichte hat mir mein Vater immer erzählt. Pass auf, dass du nicht zu nah an die Netze kommst, Jen, hat er gesagt. Die Witwe würde deine Augen zum Abendessen verspeisen. Ich dachte immer, es sei nur eine Geschichte. Vorsicht vor dem Netz. Hattet ihr schon Glück mit den Giftdrüsen? Ich brauche so Mein Inventar wird auch immer voller. Ich muss mal gucken, was ich da sonst noch so alles habe, aber... Die 15, um das Gegengift herstellen. Sichere Reisen. Gut. Barton finden. Ah, Schattenbeingrotte. Dann gehe ich da mal hin. Oh. Ah ne, hier war ich noch gar nicht drin. Sieht mir irgendwie ein bisschen so aus. Wenn ich natürlich in dem Moment angegriffen werde, wenn ich selber angreifen möchte. Giftdrüse. Oh, Tyrdons, Beinpflanze des Krieges. Das sind alles diese Sachen. Ja, ist aber schlechter. Die hebe ich aber auf. Weil ich die später auseinandernehmen möchte. Okay, es waren nur 4. Ach, shit. Wenn man nicht aufpasst. So.
Na gut, ich habe ja eh gespeichert. Ich könnte jetzt natürlich auch warten, bis die Leben voll sind, aber brauche ich es auch nicht unbedingt. Das Schwert schon cool. Also es gibt mir auch solche Frostmourne Wipes. Dieser ist Atem. Da kommen bestimmt auch noch mal welche raus. Sagen, bis jetzt geht's eigentlich noch. Spinnensack. Ich hoffe, ich komme da nicht allzu weit nach unten. Laufe ich dann eher einmal nochmal rüber. Da soll ja dieser Barton sein. Weil ich möchte nicht dann irgendwo anders rauskommen. Und dann müsste ich den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Das wäre nicht so geil. Tote Riesenspinne. Hey, der hat einen Speer. Ich würde auch gern einen Speer haben wollen. Könnte ich ihn auch fragen. Die erste Frage so, ich dachte, ihr wärt tot. Bleibt zurück. Moment. Ein Warani bei der Gnade der Witwe. Wer schickt euch? Bringt ihr Kunde aus Kanarok? Ja, ich soll eure Gruppe aufspüren. Nur ich bin noch übrig. Wir wurden angegriffen, als wir die Höhle betraten. Als hätten die verfluchten Spinnen uns eine Falle gestellt. Diese Spinnen gehen strategisch vor. Sie haben eine Taktik, eine einfache zwar, aber sie reicht aus, um uns zu überwältigen. Ich glaube, jemand führt sie an. Die ganze Höhle ist voller Spuren, Fußspuren, zerrissene Netze, aber keine Leiche. Vielleicht ist es sogar die verfluchte Witwe. Aber Kanarok muss es erfahren. Gauner hat euch verraten. Gauner, ja. Nee, Garana. Dieser Verfluchte. Dieses Himmelfahrtskommando war seine Idee. Und jetzt will er mich töten lassen. Kanarok muss erfahren, was hier geschehen ist. Ich muss mich um Garana kümmern. Und zwar schnell. Wir unterhalten uns, sobald wir in Kanarok sind. Sprecht mit mir. Okay. Bevor jetzt einige sagen, hey, warum hast du dich nicht getötet? Ich habe nie vorgehabt, dich zu töten. Ich sollte ihn ja nur suchen. Und ich habe ihn gefunden.
Ich habe keine Ahnung, was ich dann von dem Dude bekommen hätte. Aber ich glaube, es wäre jetzt nicht unbedingt so worth gewesen. Wobei ich in dem Punkt sagen muss, wenn ich so gerade in so einer Kette bin, dann funktioniert es mit dem Ausweichen auch nicht immer so ganz. Okay, ich muss zugeben, geblockt habe ich jetzt nicht. Oh hey. Komm ich da einfach so durch? Oder ist es wieder so ein Ding, da komme ich nur durch mit Feuer. Ja. Ah, zum Glück habe ich noch einen Feuerstab. Rostklinge. Yo. Gehen wir mal zurück und gucken mal, was jetzt passiert. Vielleicht versuchen die sich ja auch gegenseitig dann umzubringen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur noch an das Ende erinnern. An der Questline. Und was ich am Ende bekomme. Deswegen mache ich es eigentlich auch. Nur aktuell, weil sonst würde ich alles, sonst würde ich diese anderen Sachen eigentlich machen, aber. Es ist tatsächlich, der Reward ist am Ende, ist es tatsächlich worth, da jetzt einen gewissen Fokus drauf zu legen. Sind noch die Überreste. Ja komm, ich suche noch die Überreste. Dann habe ich alle Sachen zusammen. Wenn er mit dem Wicht einfach davon springt. Die Viecher sehen so hässlich aus. Ich mag die nicht.
das denn? Au. Ich bin doch. Holy shit. Alles klar. Wusst ihr, dass es die gibt, aber dass die so krass sind aktuell? Da müsste ich schon den Schicksalsmodus benutzen, um den wegzuhauen. Mehr als spicy. Abrechnung. Okay, die sind dann einfach tot. Den kann ich nicht abrechnen, aber mit dem kann ich abrechnen. Nice. Besser ist das, was bereift das Höhlkrumm. Baker's Art. Also ich muss ja schon sagen, ich finde den Abrechnungsmodus halt richtig krass. Kann ich halt mit den stärksten Gegnern halt auch einfach easy klarkommen. War mal auf dem Schwierigkeitsgrad. Holy shit. Der Dampf des Sommers aus dem Wald. Wie ein Läufer in der Nacht. Oder gehauchtes Flüstern aus den Lippen der Liebsten. Geisterhaftes Blut aus dem Flussbett umhüllt unsere Körper mit Glanz. Der Nebel steigt auf aus dem Gras. Wir ergreifen diese schwebenden Bänder des Sommers und binden die Schönheit in unserem Werk. Gamaschner Blitzabwehr. Ich brauche aber Giftabwehr. Die Spürnase. Stufenaufstieg. Mache ich das jetzt? Oder mache ich hier Bestechungsgelder? Chance, andere von der Sichtweise zu überzeugen. Spannen, Anschleifen, Miedekunst. Besondere Ausrüstung zerlegen. Aber ich glaube, ich mache zuerst noch. Oder mache ich überzeugen? Komm, ich mache überzeugen. Ich glaube, das wird mir noch ein bisschen helfen.
Dann gehe ich immer auf Langschwerter. Sie greifen die sich schon wieder selber an. Au. Au. Patrus. Okay, das habe ich jetzt auch entdeckt. Da muss ich nur nach da hinten gehen. Oder du müsst doch nach da hinten gehen. Ich finde, der Sprint ist immer so witzig. Schrein. Keine Ahnung, was genau der Segen eigentlich macht. Und ja, aber ich habe einen Segen. Vielleicht erhöht er auch meine Resistenzen. Ich bin mir da nicht sicher. Bräuchte man mehr AOE-Zauber eigentlich. Au. Ich denke mal, ich krieg's ja jetzt eh wieder ein Level up. Muss ich mal gucken, was ich dafür, wie genau ich das eigentlich mache. So, da ist noch eine Leiche. Und die ist leicht. Und ich waste schon wieder meine ganzen Dietrich hier. Und ich muss mal neue kaufen. Echt jetzt? Ich kann keinen Heiltrank mitnehmen. Mach ich einfach so.